sind mit dem Zug in Flensburg angekommen. Flensburg ist der Ausgangspunkt unserer Radtour aus dem hohen Norden Deutschlands bis in die Alpen. Harald! Nach einer Übernachtung im Hostelwechsel und dem üblichen abendlichen Begrüßungspunkt sind wir nun am Start zu unserer großen Reise vom Meer bis an die Alpen. Leider sind heute und in den nächsten Tagen Wind und Regen unser ständiger Begleiter. Wollen wir durch den hohen Norden von Deutschland. Auch wenn das Wetter nicht so toll ist, tritt unser Senior kräftig in die Pedale. Radfahrer und Jürgen im Begleitfahrzeug. Eigentlich sind wir ja nur 11, aber Reinhold wohnt derzeitig in Hamburg und will uns auf den ersten zwei Etappen begleiten. Das wichtigste Utensilien, der 8 Janare und die Flasche Bier werden ihn weit durch Deutschland begleiten. Wolfgang hat sich 10 Tage von seiner Firma und von seinem privaten Bauernhof freigenommen. Harry in der Spur bei der Fahrt, die seine Idee war. Günther ist mit fast 80 unser Senior, aber immer noch sehr, sehr gut drauf. Hubert als pensionierter Eisenbahner kann nun nicht mehr mit der großen Lok, sondern nur noch mit dem Fahrrad durch Deutschland fahren. Wolfgang G., genannt Molle, ist zum ersten Mal dabei. Harald dagegen schon ein alter Hase in dieser Truppe. Hier kommt Mats, der für die konkrete Routenplanung und Auswahl der Unterkünfte verantwortlich zeichnet.
Reinhold begleitet uns 2 Tage bis hinter Hamburg. Bitburger, der Treibstift des Nordens. Wolfgang B.'s Schafe in Papstdorf müssen 10 Tage ohne ihn auskommen. Wir durchqueren Schleswig an der Ostsee. Harry,
testet die lange Rolltreppe. Unsere neue Unterkunft heißt Pension Komodisch.